und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Ja, ich bin ein bisschen gesundet und bin auch recht glücklich darüber, dass ich für euch weiter aufnehmen kann, dass ich dieses Spiel weiter genießen kann. Wir sind hier noch im Pausemodus. So, lassen wir die ganze Sache mal ein bisschen laufen. Ja, die letzten beiden Folgen, ich erinnere mich vage, dass wir hier den Bergfried gebaut haben und das Kloster. My Lord, wir müssen wählen, wem wir helfen wollen. Fische. 20 Fische in 60 Tagen, das ist machbar. Wie viele Fische haben wir denn? 10. Wir werden dem Volke helfen. So, das machen wir. Und dementsprechend müssen wir auch den Fischverkauf stoppen. Das sind die Brote. Das sind die Fische. Da werden wir jetzt Brote reinschmeißen. So. Hatten wir hier hinten bei diesen Marktständen auch Fische? Nein. Hatten wir nicht. Okay. Okay, diese beiden Fischerhütten sind leider... Oh, nö, die sind ja auch besetzt. Ach, wie cool. Hatte ich die doch schon besetzt. Hatte ich sie tatsächlich doch schon besetzt. Oh, guckt mal. Unser Kloster entsteht. Ja, der Steine brauchen wir noch einige. Hatte ich irgendwo noch ein Steinmetzlager hingebaut? Steinmetzhütte. Ja, ich glaube, ich hatte irgendwo noch eine hingebaut. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Wie gesagt, unter Krankheit Folgen aufzunehmen ist vielleicht keine so gute Idee. Da wird sie gebaut, genau. Da unten wird sie gebaut. Wird fleißig. Dürfte dann auch gleich fertig sein. Ja, und ich hatte mich ja gewundert, dass hier ein Einwanderungsstopp ist. Einwanderung in 5 Tagen. Ja. Und ich muss zugeben, ich habe einen fremden Stream geguckt. Vom Zinni zum Beispiel. Und habe gelernt, dass man mehr Schafe trotzdem hier machen kann, obwohl da steht, nicht missbrauchen. Dementsprechend habe ich hier noch... Oh, guck mal hier, die kleinen Schäfchen, die sehen auch süß aus. Da müssen jetzt... Hier muss hier richtig Gas gegeben werden. Das sieht ja schon cool aus, ne? Ich habe einfach nicht alles gerade gebaut, stelle ich mal gerade fest. Und genau das fasziniert mich hier. Die ganzen Wege, die man gehen muss... Fische haben wir. Aber wo sind sie? Wo sind sie? Unser Golddepot wächst, genau. Holz haben wir eigentlich auch genug. Ach ja, eigentlich bin ich doch ganz zufrieden. Wenn dann das Kloster fertig ist, können wir auch selbstständig Wein und Honig herstellen. Zumindest hoffe ich das. Oh, es ist immer noch sehr schön anzusehen, wie die Brücke genutzt wird. Einfach herrlich. So, Steinmetzhütte ist fertig. Und wir werden wahrscheinlich keine freien Dorfbewohner haben. Das heißt, wir müssen mal ein paar Bauarbeiter, die wir jetzt hier eingesetzt haben. Winona. Nein, Winona bleibt. Ne, Winona geht als Steinmetz. Genau. Genau. Winona haben wir jetzt als Steinmetz reingemacht. Wird dir wahrscheinlich nicht so gut gefallen, aber kommen wir nicht drum rum.
Wie gesagt, hier bin ich auch immer noch nicht schlau geworden, weil es hieß, wir brauchen hier 15 Prunk. Die 20 Bürgerlichen haben wir. 15 Prunk. Das haben wir alles. Vielleicht muss da mehr als 15 sein. Kann ja möglich sein, ne? Ob wir noch einen Bergfried bauen? Einfach mal, weil wir es können. Ich mach das einfach mal. Ich mach das einfach mal. Oder wir bauen eine Kirche. Weil eine Kirche... Ach nee, die Kirche brauchen wir ja gar nicht. Auch hier haben wir über der Zahl, aber können hier nicht freischalten. Wahrscheinlich müssen wir das erst gebaut haben. Ärgerlich, ärgerlich. Oder haben wir hier irgendwas, was wir bauen sollten, was wir noch nicht gebaut haben? Ländliche Kirche, Steinbrücke. Nein, wir haben ja alles schon soweit. Wisst ihr was? Wir umzingeln mal diesen Sammlerbusch mit Hütte. Auf 4, genau. Wir nehmen die. Setzen die auf, genau. Welche Tür wir nehmen, ist da immer noch mächtig egal. Eine Zierfahne leisten wir uns auch noch. Genau. Und ein Holztor. Setzen wir einfach mal davor. So. Und dann tun wir den Bau beginnen. Und dann schauen wir mal, ob sich die ganze Punktezahl dann erhöht. So, Frau Steinmetz, haben wir angefangen? Wo ist sie denn? Welche war das? Winona, ne? Hier. Du hast gerade frei, das ist dein Ernst. Dorfbewohner folgen. Wo bist du denn? Hier zu Hause? Schälst hier deine Nuggets, oder was? Sieh mal zu, dass du an die Arbeit gehst. Unser Kloster braucht die Steine. Ah! Warum haben wir noch keine Fische? Theoretisch haben wir Fische ohne Ende. 50 Stück. In welchem Lagerhaus denn? Ich glaube, das war in der Nähe von den Fischerhütten, ne? Hier? Da sind 10 drinne. Hier, Maximum einlagern. Los. Gibt's doch gar nicht. Da, jetzt ist der Haken dran. Ne? Zack. Das haben wir auch erledigt. Siehst du. So. Dann können wir einfach nur den Haken hinmachen. Genau. So, dann werden wir hier an den Marktstand wieder die Fische einsetzen. So. Auftrag abgeschlossen und wir haben noch mal Punkte dazu gekriegt. Hier, oh, das Herrenhaus. Wie kommt es, dass wir das jetzt machen können? Ach, man muss wahrscheinlich tatsächlich mehr Punkte haben. Okay, so. Wir haben da ein schönes Herrenhaus bekommen. Gut. Schauen wir uns das an. Herrenhaus. Hauptgebäude, warte. Nee, steinernes Herrenhaus.
Was braucht das? Normale Steine, alles gut. Alles gut, alles gut. Wir stellen es seitlich hin. Nö, längs. So. Dann haben wir kleine Schatzkammer. Schatzkammer. Steuerbehörde und Vogtbüro. Okay. Steuerbehörde von der einen Seite. Vogtbüro von der anderen Seite. Schatzkammer. Setzen wir hier hinten ran. Erhöhen das so ein bisschen. Wir lassen das auf. So. So, dann haben wir einen Kamin. Den können wir. Kann man den irgendwo ransetzen? Okay. Dann haben wir eine Steinerweiterung. Das sieht doch ganz schnieke aus, oder? Ein Turm. Ah. Den setzen wir hinten. Hier. Und noch ein Turm. Das ist sehr witzig. Nee. Und dann, was haben wir noch? Eine kleine Schatzkammer hinten dran noch. Könnte man ja hier auch noch so eine kleine Schatzkammer anmachen. Das sieht doch ganz nice aus, oder? Und dann haben wir noch die Türen. Da können wir hier eine ransetzen. Und hier eine ransetzen. Und hier eine ransetzen. Kostet uns einen ganzen Haufen Schotter. Leisten wir uns einfach mal. Wer weiß, wozu es gut ist. So. Unsere Kirchen wachsen und gedeihen. Ah, ein bisschen nach vorne, so. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Fische... Ups. Dass die Fischerhütten hier ja noch gar nicht fertig sind. Okay. Haben wir jetzt immer noch 5 Tage Einwanderung? Stopp, 6 Tage. Haben wir neue Einwohner gekriegt? Nö.
Wir haben keine neuen Einwohner bekommen. Auf jeden Fall können wir jetzt jede Menge Gold lagern schon. Wir können jetzt schon 3650 lagern. Und eigentlich sieht das hier oben alles gar nicht so schlecht aus. Zwei Dorfbewohnern fehlt es an Haus und Brunnen. Ja, und dann eben halt Prestige. Und das Prestige erhoffe ich mir ja hier durch das Kloster. Und das wächst und gedeiht. Schaut euch das mal an. Wow. War mein erstes Kloster, was ich gebaut habe. Wird wahrscheinlich nicht mein letztes gewesen sein. Hier haben wir auch schon lange nicht mehr nach dem Rechten geschaut. Aber das sieht alles noch ganz schnieke aus. Was lag das Lager hier? Okay, an Werkzeuge sind wir voll. Eisen haben wir, Kohle. Ja, den Dings, den Waffenschmied. Haben wir den jetzt auch schon eigentlich? Den brauchen wir auch noch. Und dafür brauchen wir jede Menge Prunk. Bedingungen sind erfüllt. Schalte hölzerner Bergfried frei. Abstoch. Haben wir doch. Den sind wir sogar am Bauen. Leute. Und der Springbrunnen wird auch wird nicht fertig. Aber dementsprechend, wir haben auch zu viele Baustellen. Viel zu viele Baustellen. Es fehlt immer noch an Wohnhäusern. Wie habe ich eigentlich diese ganzen... Na, hier kann überall noch gewohnt werden, siehst du. Hier kann überall noch Wohnhäuser hingebaut werden. Überall noch ein bisschen Platz. An dieser Kirche wird ja auch noch gebaut, ne? Ja, warten auf einen Baumeister. Ja, wir haben zu wenig Leute. Wir haben zu wenig Leute. Wenn ich hier, guck mal, wenn ich das mal so sehe, unser erster Bergfried. Wie schön unschuldig er dasteht. Aber man könnte hier noch, fällt mir mal gerade auf, ein schickes Holztor mit hinsetzen. Das sollte ja theoretisch schnell gemacht werden. Ding, ding. Oh, wir rutschen mit unserem Gold ins Minus. Nicht wirklich schön, nicht wirklich schön. Ich weiß vom letzten Mal, dass wir auch noch ein Territorium freischalten. Du kannst... Die arbeitet immer noch nicht. Warum nicht? Hier ist Emma. Was ist hier mit Winona? Wo ist sie denn jetzt? Oder ist sie jetzt gegangen? Wilhelmine? Bin ich jetzt blind?
Marktarbeit der Steinmetz. Ich glaube, ich bin blind. Was habe ich denn mit ihr gemacht hier? Ach, sie habe ich als Steinmetz, ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Eieieiei. Ich glaube, die bösen Männergrippe-Bazillen sind noch in mir. Aber dann sollte sie jetzt hier tatsächlich anfangen. Und ich muss mich tatsächlich schon wieder verabschieden. Die erste Folge von dieser Aufnahmesession ist schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. In diesem Sinne sage ich ciao und bye bye.